Hallo zusammen, wir sind wieder unterwegs. Wir laden euch ein auf die 100 Schlösserroute im Münsterland. Kommt mit uns mit, Schlösser zählen oder ob platt. Kastelle telle. Lotjon. Schön, dass ihr dabei seid. Auf geht's. Hinter uns seht ihr Schloss Senden. Darüber erzählen wir später mehr. Zunächst stellen wir euch kurz das Routenkonzept mit den 4 Rundkursen vor. Die 100 Schlösserroute besteht aus insgesamt 4 Rundkursen. Der Westkurs führt überwiegend durch den Kreis Borken und ist mit 322 Kilometern die längste Route. Die Nordroute verläuft auf einer Länge von 306 Kilometern, überwiegend im Kreis Steinfurt. In und um den Kreis Warendorf erstreckt sich die Ostroute auf einer Länge von 258 Kilometern. Wir zeigen euch in 4 Teilen die 211 Kilometer lange Südroute. Dazu starten wir in Senden. Über Nottuln, Billerbeck und Havigsbeck erreichen wir Münster, wo wir übernachten. Nach einer kurzen Stadtbesichtigung ziehen wir weiter südwärts entlang der Verse, bis wir in Ascheberg unsere zweite Unterkunft erreichen. Der dritte Tag führt uns nach Nordkirchen, wo das Versailles Westfalens steht, Schloss Nordkirchen. Am vierten und letzten Tag entdecken wir die Dreiburgenstadt Lüdinghausen. In Senden vor seinem Schloss schließen wir die Runde. Wir freuen uns drauf. Kommt einfach mit und lasst euch überraschen. Die Ursprünge der Wasserschlossanlage gehen auf das 12. Jahrhundert zurück. 1958 verkaufte die Familie Droste zu Senden das Anwesen. Der neue Eigentümer betrieb dann zunächst ein Internat, danach eine Altenpension und in den 1980er Jahren ein Hotel. Nach einem Dachstuhlbrand stand das Objekt leer und verfiel zusehends. Es drohte der Abriss. Doch 2014 gründeten Sendener Bürger einen Förderverein und erwarben das Sendener Wahrzeichen mit dem Ziel, das Kastell zu erhalten und daraus ein Schloss für alle zu schaffen. Der Verein finanziert sich aus Fördergeldern und aus Spenden. Inzwischen wird das Projekt von weiteren Vereinen und Stiftungen unterstützt. Viele Helfer aus der Region tragen aktiv zum Erhalt des kulturhistorischen Erbes bei, sei es mit handwerklichen oder organisatorischen Tätigkeiten. Ein Hauch von Pisa im Münsterland. Das Mannenhaus aus 1719 neigte sich ab den 1950er Jahren immer mehr Richtung Wassergraben, denn die alten Tannenholzpfähle konnten den Bau nicht mehr tragen. 2018 wurde mit 16 Punktfundamenten die Schräglage stabilisiert. Die Superlative als Kastell mit dem schrägsten Schlossteil in Westfalen bleibt in Sendenon somit erhalten. Wir sind sehr beeindruckt, wie mit enorm viel Mut, Optimismus und Entschlossenheit es gelingt, diese wunderschöne Schlossanlage zu erhalten und ihre Bürger in dieses Projekt einzubinden. Weitere Informationen befinden sich auf der Webseite schloss-senden.de. Eröffnet wurde die 100 Schlösserroute schon im vorigen Jahrhundert, also 1987. Der Südkurs ist zwar der kürzeste Rundweg, hat aber die größte Dichte an Burgen und Schlössern. Im Radtourenbuch von Bikeline haben wir im Rahmen unserer Tourplanung für die Südroute 26 Objekte gezählt, die wir besuchen wollen. Ob das gelingt, werden wir am Ende sehen.
Haus Groß Schonebeck befindet sich in Privatbesitz und kann daher nicht besichtigt werden. Es ist am besten vom Radweg entlang der Stever aus zu sehen. Einen Abstecher dorthin können wir nicht empfehlen. Wir haben es ausprobiert. Vor Ort hat man keinen lohnenswerten Blick. Von der Vogelbeobachtungsstation in Appelhülsen hat man einen Blick auf die Rieselfelder und auf Groß Schonebeck im Hintergrund. Für Haus Kleinschonebeck, ein ehemaliger Rittersitz aus der Zeit um 1520, ist auch hier Privatsphäre geboten. Die Route ist streckenweise nicht immer eindeutig beschildert. Natürlich kann auch mal eine Richtungsangabe übersehen werden. Eine ergänzende Navigationshilfe ist daher sehr zu empfehlen. Kurz vor Nottuln haben wir einmal nicht auf die Beschilderung geachtet. Mitten im Bauernhof fiel der Fehler auf und sofort war klar: Da müssen wir lang. Na dann, auf nach Nottuln. Nottuln besteht aus rund 20.000 Einwohnern und aus einem sehr malerischen Ortskern, der heute von sehr schönen Marktständen auf dem Stiftsplatz belebt wird. Auch wir nutzen eines der zahlreichen Angebote für eine kurze Mittagsrast. Gibt's noch was? Ja? Leider ist noch nicht Feierabend. Nee, zum Glück. Was hätten Sie denn hier? Kibbeling? Ja, geht. Ja, möchtest du auch sowas? Johann Conrad Schlaun war der bedeutendste Architekt des westfälischen Barock. Zahlreiche Schlösser, Herrenhäuser und Sakralbauten in Westfalen und im Rheinland wurden von ihm entworfen. Typisch für seinen Baustil ist die Kombination des im 18. Jahrhundert typisch europäischen Spätbarock mit regionaler Bautradition. Never get to open, 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me.
Unser Weg zum nächsten Ort nach Billerbeck führt unweigerlich über die Baumberge mit bis zu 188 Höhenmetern, die höchste Erhebung im Münsterland. Aber mit etwas Geduld und Ausdauer lassen sich die paar Hügelchen gut überwinden. Guck mal, das ist eine Bank. Dafür hat man auf einer Höhe von rund 170 Metern einen schönen Blick auf die Umgebung. Hier wird auch der Baumberger Sandstein gewonnen, der Marmor des Münsterlandes, ein feinkörniges und weiches Baumaterial, auch perfekt als Arbeitsmaterial für Bildhauer. Müssen wir hier links? Zwischendurch sollte immer mal wieder geprüft werden, wo sich das nächste Kastell befindet. Der Radreiseführer von Bikeline ist dabei auch unterwegs sehr hilfreich. Haus Hameren. Das ist doch ein guter Plan. Das hier ist bestimmt der Musikereingang. Hinter uns sieht man Burg Hameren. Es ist im Privatbesitz und kann somit nicht von innen besichtigt werden. Die ehemalige Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert kann bestenfalls von der Landstraße aus besichtigt werden. Unser Weg zu unserem Zwischenziel nach Billerbeck führt über ein Bettgen, ein münsterländischer Begriff für einen kleinen Pfad. Eine wunderschöne Bank, eine Pausenempfehlung auf jeden Fall, ne? Ja. Kurz vor Billerbeck dreht die 100-Schlösser-Route scharf nach rechts in östliche Richtung. Die Fahrt verlangsamt sich spürbar, denn jetzt kommt die Gegenwindphase. Kriegen wir hin. Schon von den Auen entlang der Berkel konnten wir den Billerbecker Dom St. Ludgerus erkennen. Unmittelbar daneben entdecken wir einen freien Tisch in einem Eiscafé und bestellen uns eine angemessene Belohnung. Wir hatten schließlich kräftigen Gegenwind. Um die alte Pfarrkirche St. Johann siedelten sich um das 16. Jahrhundert kleine historische Speicher und Wohnhäuschen mit eindrucksvollen Giebeln an. Diese wunderschöne Kulisse wird immer wieder gern als Drehort für deutsche Filmproduktionen ausgewählt, besonders für die Verfilmung von Handlungen mit historischem Hintergrund. Wenigstens ein bisschen. Etwas. Das ist der Richthof. Haben wir ihn endlich gesehen? Der Richthof, Baujahr 1820, ist ein Nachfolgebau einer alten Burg aus dem 15. Jahrhundert. Auch dieses Anwesen wird privat bewohnt. Um das Jahr 1300 veräußerten die Ritter von Billerbeck die damalige Wasserburg an die aus dem Sauerland stammende Familie von Kolwe, vermutlich durch Erbgang. Die Familie behauptete jedoch, Karl der Große hätte sie dort angesiedelt, um das Christentum zu verteidigen, vermutlich eine Legende für machtpolitische Zwecke.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Kolvenburg mehrfach umgebaut. Seit 1976 finden im jetzt übrig gebliebenen Gebäude Ausstellungen und Veranstaltungen im historischen Ambiente statt. Eine Führung ist gegen Eintritt möglich.1987 wurde der Marktbrunnen des Kölner Künstlers Jochen Pechau unmittelbar vor St. Ludgerus errichtet. Umgangssprachlich wird der Sakralbau auch als Ludgerusdom bezeichnet, obwohl es sich weder um eine Kathedrale noch um einen Bischofssitz handelt. Der Sakralbau wurde 1898 nach sechsjähriger Bauzeit errichtet und ist ein Nachfolgebau einer romanischen Kirche aus dem 11. Jahrhundert. Hermann Jakob Dingelstadt, der in unserem Heimatdorf in Bracht geborene und damalige Bischof von Münster, vertrat schon bei der Einweihung die Meinung, dass man diese Kirche mit vollem Recht Dom nennen könne. Dieser Meinung schließen wir uns selbstverständlich gerne an. Wir verlassen jetzt den sehr schönen Ort Billerbeck und setzen unsere Etappe in östliche Richtung fort. Auf dem Weg Richtung Münster queren wir vor Havigsbeck noch einmal die Ausläufer der Baumberge. Der Streckenverlauf erscheint uns hier nicht ganz so hügelig wie der Abschnitt heute Mittag zwischen Nottuln und Billerbeck. Dort ging es jetzt zum Haus Stapel, aber das sparen wir uns. Es ist auch schon 17.30 Uhr durch und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal ein Stückchen weiter. Also Haus Stapel, das streichen wir jetzt mal von der Liste. Ne? Einverstanden? 29 Tage später sind wir am Haus Stapel auf dem Weg ins östliche Münsterland. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um versäumte Besichtigungen nachzuholen. Man kann es leider nur von außen besichtigen, weil es in Privatbesitz ist. 1211 wird Stapel zum ersten Mal urkundlich als Sitz der Familie Kerkerinck erwähnt. Stapel kommt von Stave, Mittelhochdeutsch für Stau. Tatsächlich gab es seit dem frühen Mittelalter umfangreiche Stauanlagen. Diese Staus dienten einmal zur Betreibung einer umfangreichen Fischereianlage. Die Flankierungstürme der Vorburg und alle übrigen Vorgebäude außer dem Torturm entstanden 1607 bis 1608. Das Schlossguthaus Stapel gehörte stets landadligen Familien. Es wurde in seiner gesamten Geschichte niemals verkauft, sondern gelangte nur über die weibliche Erbfolge in andere Familien. Die gesamte Schlossanlage ist vermietet und daher leider nicht zugänglich. Am Tag des offenen Denkmals, am 2. Sonntag im September, bietet die Schlossbesitzerin eine Führung durch das Treppenhaus und den Festsaal. Die Zeitmaschine bringt uns jetzt wieder 29 Tage zurück auf unsere 100-Schlösser-Route. Wir erreichen Havigsbeck, ein Ort mit 12.000 Einwohnern und der St. Dionysus-Kirche, erbaut im 12. Jahrhundert, natürlich aus Baumberger Sandstein.
Haus Havixbeck ist ein für das Münsterland typisches Wasserschloss. Anfang des 17. Jahrhunderts erwarb die Familie von Twickel die Anlage durch Heirat und wird auch heute noch von den Nachkommen bewohnt. Auch hier respektieren wir selbstverständlich die Privatsphäre. Wunderbarer Weg hier. Marigold ist auch ganz begeistert. Leider können wir heute nicht in die Burg rein. Es ist geschlossen. Sehr schade. Wir hätten uns das gerne mal näher angesehen. Vielleicht gibt es andermal eine Chance. 29 Tage später nutzen wir die Chance auf unserem Weg ins östliche Münsterland, um hier auf eine Stippvisite mal bei Annette vorbeizuschauen. Schauen wir mal, wie die Dame gelebt hat. In den Park kommt man kostenlos hinein und für das Museum muss man dann 5 Euro bezahlen, ne? War das so? Genau, 5 Euro Eintrittspreis für Erwachsene. Ja, das schauen wir uns mal an. Annette Drosse zu Hülshoff. Das klingt nach einer Justizministerin der FDP. Liberal war sie auch. Aber sie hat gelebt in der Zeit von 1797 bis 1848. Annette Droste zu Hülshoff gehört in die Riege der deutschen Dichter und Denker. Ihr Porträt ist auf der Vorderseite des 20-Markscheins aufgedruckt. Wer also die D-Mark noch kennt, wird sich an die Dame mit den Locken an der Seite erinnern. Das ist Annette Droste zu Hülshoff. Und ihren vollständigen Namen, den blenden wir mal hier ein. Auf dem Weg durch unsere Parkanlagen erreichen Sie unweigerlich den 1804 durch den Coesfelder Dechanten Ferdinand von Droste erbauten Gartenpavillon. Der Onkel der Dichterin schuf hier einen Platz der Ruhe, den die Familie bis heute noch immer gern zu speziellen Anlässen nutzt. Hier trank Annette gern am Nachmittag Tee, genoss die himmlische Ruhe und sammelte Kraft und Ideen für ihr literarisches Schaffen. Schön hier. Wir kehren wieder 29 Tage zurück auf unsere Kastellroute Richtung Münster. Haus Vögeding war seit dem 16. Jahrhundert eine geschlossene viereckige Hofanlage. Heute ist noch der langgestreckte Westflügel mit seinem Rundturm vorhanden. Bis 1939 war es mehr als 120 Jahre lang im Besitz der Familie Droste zu Hülshoff, zu der auch Annette gehört hat. Auch dieses Anwesen befindet sich in Privatbesitz. Wir erreichen unsere zentrumsnahe Unterkunft in Münster und freuen uns auf ein gutes Essen beim kleinen Kiepenkerl, wo wir diesen ereignisreichen Tag abschließen.
Unsere erste Etappe begann in Senden und führte uns über den sehr sehenswerten Ort Nottuln, über die mäßig hügeligen Baumberge, weiter nach Billerbeck mit seinen reizvollen historischen Kulissen und über Havigsbeck und seine sehr interessanten Schlossanlagen. Nach insgesamt 74 Kilometern, inklusive aller Abstecher, abseits des Routenverlaufs, erreichen wir Münster. Die heimliche Hauptstadt Westfalens werden wir uns am nächsten Tag näher ansehen. Morgen geht's weiter. Wir freuen uns auf den nächsten Tag.